Los geht's aber im Thüringer Wald. Hier will Henriette heute mit Hilfe von Erfindungen rodeln und Skifahren. Und das ganz ohne Schnee. Ramon, wir sind doch verabredet zum Schlittenfahren. Ja, leider. Die Winter sind immer schlechter geworden in den letzten Jahren. Es war früher anders bestimmt, als du Kind warst. So hoch und wir immer schön den Berg runter. Ja. Ja. Ramon Schmidt bietet unter anderem Kurse für ausgefallene Wintersportarten an. Zum Beispiel Snowkiten, bei dem ein Gleitschirm ein Snowboard zieht. Er wird die Erfindungen mit Henriette ausprobieren. Bei der ersten geht's um eine seiner Lieblingsdisziplinen, Skilanglauf. Damit solche Touren auch ohne Schnee möglich sind, hat Hans-Jürgen Siebenäuger aus Lauscha etwas entwickelt. Skier mit Rollen, die einige Besonderheiten aufweisen. Hallo. Hallo. Hallo Henriette. Erzähl mal, hallo, was hast du uns Schönes mitgebracht? Dieser Roller unterscheidet sich von anderen Skirollern, die man im Sommer nutzt, dass er drei Räder hat anstatt zwei Räder. Und damit steht er natürlich unheimlich standsicher und ist für jedermann geeignet. Die Skier haben eine handelsübliche Langlaufbindung. Eine Besonderheit, jedes der drei Räder ist einzeln gefedert. Das ermöglicht sowohl den klassischen Langlaufstil als auch das Skaten. Die Federhärte ist je nach Fahrergewicht einstellbar. Das ist ja erstmal, finde ich, so eine Mischung aus Ski und einem riesen Inlineskater, oder? Was sagst du? Ja, definitiv. Also soll natürlich dem Langläufer nahe kommen, denke ich mir. Ne? Ja. Sehr nahe. Ja. Und das Schöne und das Wichtige ist eben, dass jedermann damit fahren kann. Ja. Ob das so ist, wird Henriette gleich ausprobieren. Sie hat überhaupt keine Erfahrung im Skilanglauf. Sie probiert die Skier auf der Straße aus. So, wir haben also hier eine Langlaufbindung drauf, die klappt mal hier auf. Mhm. Jetzt kommst du mal mit dem rechten Schuh, weil bei dem Gerät gibt es einen rechten und linken Skiroller. Mhm. Mit dem rechten Schuh zu mir und ich führe dich mal hier in die Bindung. Du gehst mal mit dem Absatz ein Stück hoch hinten. Ja, und jetzt bist du drin und schon hast du es dran. Heb ruhig an, der bleibt stehen, der andere. Das ist ja das Drei-Punkt-System. Und da stehst du sicher. Und wieder auseinander die Füße. Wie? Hol's einfach wieder rum. Du hebst sie an und setzt wieder neu auf. Du stehst doch stopp. Nach ein paar Minuten fährt Henriette schon sicherer. Es gelingt ihr immer besser, die Rollschier parallel zu führen. Damit es aber auch wirklich nach Langlauf aussieht, bräuchte es mehr Übung. Nun wird der fortgeschrittene Langläufer Ramon Schmidt die neuartigen Rollschier ausprobieren. Und wie war es vom Anziehen jetzt und wie ist das Gefühl? Also das mit den Bindungen ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert sehr gut. Weil Ramon gleich deutlich schneller unterwegs sein will, ist die Bremse wichtig. Sie wird per Gewichtsverlagerung betätigt. Ich würde mich total freuen, wenn du das einfach jetzt mal auf Herz und Nieren testest, wirklich bergauf, bergab und dann mal ein Feedback gibst, wie du klargekommen bist. Gerne, werde ich tun. Ja? Und ich probiere mich hier weiter aus. Na klar, ja, vorne. Kleine Hindernisse, da gehen wir lieber mal sicher drüber weg, aber hier kann es schon weitergehen. Jawohl, Bremse, Bremse und jetzt mache ich mal die Bremse auf und fahre mal ein bisschen hier in einer dezenten Abfahrtshocke. Wunderbar. Nach einer halben Stunde ausprobieren, kommt Ramon zu Henriette und dem Erfinder zurück. Ramon, wie war's? Läuft super, lief super. Macht definitiv Spaß. Und ist es für dich so wie Langlaufski? Also definitiv, mal abgesehen von unserer Landschaft, die nicht nach Winter aussieht. Da unten rum spürt sich das wie in einer frisch beschneiten Loipe an, durch diese Federung. Das ist sehr angenehm. Und so soll es doch auch sein, ne? Ja. Nicht nur der Komfort der Federung ist ja wichtig, sondern auch die technischen Abläufe, die die Federung einfach mit sich bringt. Ne? Der Erfinder bietet die Skier im Online-Shop an, auch zur Miete. Gleich geht's hier weiter.
Bei den Erfindungen rund um den Winterspaß ohne Schnee geht es jetzt um diesen Geländeschlitten von Pierre Navot aus der Schweiz. Die Idee? Reifen statt Kufen. Henriette und Wintersportexperte Ramon Schmidt werden das Gefährt gleich ausprobieren. Salut! Salut! Das ist krass. Pierre. Henriette. Hallo, Ramon. Freut mich. Unser Experte heute. Und das ist der Schlitten. Genau. Das geht ohne Schnee. Sehr cool, wie du hier runtergefahren bist. Ne? Das sah schon sehr sportlich aus. Das will ich probieren. Ja, wie ist so dein erster Eindruck? Das ist absolut geile Technik. Auf den ersten Blick ähnelt die Erfindung eher einem Schlitten von einer Sommerrodelbahn. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Es war eigentlich ein bisschen ein Tag wie heute. Ich war unterwegs in Zürich auf dem Uetliberg. Und es war Winter und es war kein Schnee. Ja. Und es stand Schlittelweg. Und ich dachte mir, es ist doch schade. Ja. Es wäre schön, wenn man auch ohne Schnee schlitteln könnte. Und Sommerrodelbahn ist schön, aber es fehlt diese Interaktion überholen zum Beispiel. Ich wollte mehr Freiheit. Darf ich mal? Ja, sicher. Nimm nur. Cool. Ja, leichter als gedacht. 13 Kilo. Auffällig ist der große Vorderreifen. Mit seinen 19 Zoll ermöglicht er die Fahrt auf unebener Piste. Gebremst wird das Gefährt mit einer hydraulischen Scheibenbremse. Der Sitz ist aus weichem Kunststoff. Kernstück der Erfindung ist die breite Hinterradachse. Sie gibt einerseits Stabilität. Andererseits macht ihre besondere Lagerung den Schlitten wendig. Ah ja, jetzt kann man sehr schön sehen, wie sich das wirklich so die ganze Achse hin und her verbiegt. Entscheidend ist der Winkel zwischen Hinterradachse und Chassis. Dadurch wird eine Gewichtsverlagerung des Fahrers in eine Drehung der Hinterradachse umgewandelt. Diese Drehung macht auch Kurvenfahrten möglich. Ich will fahren. Ja, das machen wir jetzt auch. Ich freue mich jetzt auch. Ich bin echt gespannt, wie sich das fährt. Also es wird nicht zu steil, hoffe ich, da unten vielleicht. Da sich holprige Geländefahrten durch Wald oder Wiese nur für erfahrene Fahrer eignen, geht's auf eine rund einen Kilometer lange abgesperrte Straße. Größte Herausforderung? Diese Haarnadelkurve. Gut, die Füße kommen hier rauf. Ich probiere jetzt mal die Bremse aus. Ah ja. Der erste Unfall. Deine Schulter und deine Augen geben die Richtung. Mhm. Okay. Okay. Genau, wenn man so viel wie möglich Druck hinten rausbringt. Ja. Schlitten macht man ja auch schön weit hinter. Das stimmt. Mit der Schnur. Ne? Ja, das stimmt, genau. Ja. Dann fahren wir immer ein Stück. Perfekt. Ah ja, das funktioniert. Juhu. Pass auf, dass du nicht den Abhang runterstürzt. Da sieht man den Sportler in dir. Ein Leben am Abgrund. Mit der Zeit lernen Henriette und Ramon immer besser, den Rollschlitten zu kontrollieren. Ich komm vorbei. Wow. Als nächstes wartet die Haarnadelkurve. Hier müssen die beiden das Gewicht besonders stark verlagern. Geschafft. Jetzt liegen noch rund 500 Meter freie Fahrt vor Ihnen. Die Möglichkeit, richtig Gas zu geben. Oh, oh, oh. Rund 20 km/h erreichen die beiden in der Spitze. Nach einem Kilometer Abfahrt kommen Henriette und Ramon am Ziel an, das Dorf Frauenstein. Ja, sag du zuerst als Experte, ja, wie gefällt es dir? Da kann man nur klingeln, das ist der Hammer. Also, wir haben uns ja langsam rangetastet, ja, aber ja. Dieses Kurvenverhalten, Bremse funktioniert perfekt, da kannst du auch noch steilere Berge fahren. Ja. So, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.